Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Derail Valley. Heute gibt es einen schweren Güterzug. So richtig schwer. Ich habe mir nämlich diesen Auftrag hier ausgesucht von Hafen und Stadt nach Stahlwerk. 928 Tonnen, 212 Meter lang. Klingt gut, ne? Ja, und mit was ziehen wir das? Ja, wir ziehen das mit... Ja, da. Endlich, es ist soweit. Wir werden heute mit dem Biest fahren und mal schauen, ob wir fast die knapp 1000 Tonnen zum Stahlwerk da hochkriegen. Gerade die erste Ansteigung da hinten ist ja toll. Hatte ich ja damals schon meinen Spaß gehabt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir das Baby mal. Okay, einmal rein hier. Sitz fehlt. Wir müssen hier mal aufmachen. Fahrmotor an. Elektrik an, Anlasser ein. So, und dann müssen wir eigentlich nur noch den Motor starten. Jetzt machen wir hier. Erstmal ein bisschen primen hier. Ich weiß gar nicht, wie oft man das machen muss. Okay, und jetzt? Na? Yes! Und die Maschine läuft. Na gut, Tür zu. Okay, was haben wir jetzt hier alles? Lichter vorne machen wir mal an. Lichter hinten machen wir an. Müssen wir vorwärts, rückwärts. Okay. Zugbremse, Lokbremse. Und die Handbremse. Handbremse. Ist die überhaupt hier drin? Kann es nicht sein, dass sie draußen ist? Ah, da. Gut, hätte man das gelöst. Okay, dann ab auf die Drehscheibe. Schauen, dass wir da mal nicht drüber schießen. Ja, sieht doch gut aus. So. Rein hier. Perfekto. Dann gehen wir mal schnell in die Außenansicht. Ja, sind drauf und drehen mal den Bad Boy hier. Cool, so schnell geht's. Und Abfahrt. Wo ist eigentlich hier das Horn? Was ist denn das da? Lüftung. Machen wir mal ein. Ach da. Das können wir eigentlich auch mal anmachen und... Ne, ich möchte das da. Führerstand. Ne, hey, was machst du? Oh, Leitwerk. Okay. Los geht's. Oh, das wird voll super. Ah, so wahnsinnig viel sieht man hier nicht in der Lok. Ah, wieder Stufe 1. Sind schon auf 20. Boah, das Ding zieht schon mal weg. Ich hoffe wirklich, wir kommen mit der rauf ohne dem Slack, ne? Ja, dass die Weiche jetzt doch mal aufgefahren wird, das ist jetzt mal so. Anhalten. Ja, sag mal, bleibst du stehen? So, wir müssen auf das Gleis. Gleis D60. D60. Hobby. Moment. D. Okay, wir müssen da runter. Und bei D. Das zweite von rechts. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Ich würde sagen, das machen wir jetzt in der Außenansicht. Geht ein bisschen einfacher. Einmal die Steuerung wieder rein. Dankeschön.
Ich brauche mal noch einen Screenshot. Ja, mal schauen, vielleicht irgendwie so. Södre. Das passt. Wir müssen beim zweiten Donnerrunde. Da will man einfach schon mal 40 drauf haben. Oder da hinten. Irgendwann noch mal kurz gucken. Bahnhofspläne. Die Strake nach unten. Oh nein! Ah, geil. Geil. Wow. Gibt es mit einem neuen Screenshot? Ja. Ich soll vielleicht mit dir ein bisschen aufpassen. Aufgleisen. Ruder. Nach. Da. Alter. Oh, das bei 5000 kostet. Alter Scholli. Das ist hier schon richtig, ne? Ja. Gut, während die da mal steht, kann ich mal schnell die Weichen machen hier. Wir müssen nach da. Und dann nach rechts, glaube ich. D6. Oder? Es war D6-0, ne? Ja. Mal kurz die Nummer kontrollieren. 900. Ja, kommt hin. Kann ich da mal rauf? Okay, das ist wirklich beladen. Also die Weiche hier, die ist... falsch. Sehr gut. Und die, glaube ich, war jetzt richtig, ne? Ja. Die auch. Ja. Okay, wie viel Schaden hat die jetzt eigentlich genommen? Okay. Kann ich mir das vorstellen. Wieso hat die garantiert was kriegt? Okay, Anlasser. Anbremse. Runter. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Diesmal vielleicht ein bisschen langsamer. Oh, die arme Lok. Keine 500 Meter gefahren. Und schon entgleist. Bisschen schneller aber noch. Nein, nein, nein. Warum tun die das so zittern? Gefällt mir nicht. Ich hoffe, das wird nicht später zu einem Problem. Wenn es nicht so laut wäre, ne? Ja, oh, jetzt ist hier ja nicht verkacken. Na komm, halt mal ein bisschen langsamer hier. Ah, halt. Das war die falsche Bremse. Okay. Angekuppelt.
Und irgendwo ist hier noch die Handbremse an. Gehen wir mal kurz nach... Nein. Der Zug ist ein bisschen lang. So, einmal da nach hinten. Da ist die Handbremse angezogen. Okay. So, wir gehen mal nach vorne. Zu unserer Lok wieder. Gehen wir wieder die Innenansicht. Hä? Hä? Ach so, weil ich gesagt habe, dass die Person da vorne ist. Oh, diese Ansicht. Bin jetzt da drin. Komm, geh mal nach da vorne. Okay, ich bin drin. Wo ist der Hebel für die dynamische? Die dynamische ist der hier. Okay. Kann man hier komplett lösen. Lösen, lösen. Da ist alles in Ordnung. Bremse passt. Abfahrt. Gut. Oh, eine erste Stufe. Oh, nicht da hinten können wir ausmachen. Ah, bist du? Ja, du bist an. Warum wirst du so schnell warm? Finde ich jetzt aber nicht so cool. Oh, ich hoffe, das wird was. Ui, ui, ui. Das ist jetzt das Schwerste, was ich gezogen habe. Geschwindigkeit 20. Aber mein Hafenbereich auch nicht wirklich schneller werden. Oh, und ich sollte schon mal nicht aufgleisen. Arbeitszug, Spanner, Weiche. Die brauche ich dann. So, eins runter. Von der Karte her. Ich fahre mal den kürzeren Weg. Oder doch klingen. Nein, ich glaube, wir machen halt mal den kürzeren. Im Hinterkopf behalten, dass der Zug ein bisschen lang ist. Wir haben eine Länge von, zeig nochmal, 212 Metern. Sehr gut. Ich denke, ich darf mal rausgehen für die Weiche dann. Moin Seiden und tschüss. Den Gas kannst du vertragen. Oh, da hinten die Weiche. Kriege ich die schon? Ja, komm. Nein. Jetzt. Dankeschön. Und dann wäre auch die Weiche da oben interessant bei der Kreuzung. Oh, Tür wieder zu. Sie sollte passen, oder? Ja. Ich glaube, da bin ich jetzt mit den kleinen Dreschanders hier da hochgefahren, bin nur schneller gefahren hier. Temperatur 45, das passt. Es ist auch nicht am Quietschen. 50 dann. Na komm, gehen wir mal ein bisschen mehr Schmackes.
Na, ich mag es. Noch mehr Schmack ist. Geschwindigkeit gefällt mir schon mal nicht, die ist schon mal runtergehen. Ah, komm. Weh, du schaffst es nicht. Ich dachte, die schafft 1000 Tonnen. Das wird mir gerade ein bisschen zu schnell, zu warm. Komm, 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 halte durch. Ja, ich weiß. Ach, so ein Scheiß. Oh. Schaffen wir es doch? Ja, wird dann langsam wärmer. Geschwindigkeit geht nach unten, aber... Komm, 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 komm. Shit. Verreckt mir jetzt hier nicht. Wir sind schon oben. Temperatur, glaube ich, ist stabil. Ich glaube, mit dem Slug zusammen wird es richtig gut gehen. Aber geil, wir sind jetzt erstmal oben. Dann haben wir den schlimmsten Anfangsteil erstmal hinter uns. Oh, 70 plus 1,5. Nein, mehr Schmackes. Schauen wir, dass wir hier mal ein bisschen Geschwindigkeit bekommen. Sie mal ein bisschen stressen. Ja, ich weiß, ich will auf Geschwindigkeit kommen. Wäre mir überhaupt schneller? Also ganz langsam. Das mal ganz von außen an. Ah, jetzt sind die Bäume im Weg. Ja gut, aber läuft. Mal hier 40. Gut, da sind wir eh noch drunter. So einen kleinen Rugpull machen. Ah, das bringt mir nicht viel. Aber ich glaube, so wahnsinnig viel mehr dürfte ich da hinten nicht dran haben. Und da glaube ich, bräuchte ich ein bisschen Unterstützung. Ist halt die Frage, wie gut die ist, wenn sie am Creepen ist, also richtig schön langsam hochzieht. Ah, sieht schon geil aus. Was war das jetzt? Gangwechsel? Aber schauen wir da vorne aus, geschwindigkeitstechnisch.
Alles noch 40 hier. Ne, da kommt dann 50. Sehr gut. Dann ich noch einen Plan B. Moment, Eventkarte. Ne, einfach schön links fahren. Boah, die 40 hätten wir. Auf die 50. Nur mal kurz was testen. Hat irgendwie nie keinen großen Unterschied. Ja, sind wir auch noch drunter. Das passt. Machen wir rein in die höchste Stufe. Oh, 40. Vielleicht nicht rein in die höchste Stufe. Vielleicht sogar mal nur auf Stufe. Ich will nochmal die dynamische Bremse ausprobieren. Entschuldigung. Das war nicht geplant. So, Weiche, du schaust gut aus. So. plus 1,1. Ja, mit 70 werden wir sicher nicht über das da drüber fahren. Mehr um 4. Da machen wir eine Vorbeifahrt. Nick hat 70 dann gleichbleibend. Moin sehen. Nice. So, mitfahren. So, mitfahren. Dankeschön. Oh. Gib Stoff. Will ich mal auf Geschwindigkeit sehen. Sieht. Ist interessant, auf der zweiten Stufe ist dann immer so schlimm mit der Temperatur. Bauchgefühl sagt mir, sollte mit dem Güterzug die Maximalgeschwindigkeit nicht ausreizen. Den habe ich noch. Das hat schon wieder umgestellt. Dritter Gang. Wie viele Gänge hat die? Ja, ich glaube, ich lasse es mal. Ich habe es auch schon quietschen gehört. So in der ersten Stufe, damit wir noch ein bisschen, oder zweite, damit wir ein bisschen Zug drauf haben.
Ich bin mir gar nicht sicher. Hast du... Doch, ich glaube, die hat die Steuerung für die Mehrfachtraktion. Oh, 80. Na gut. Das geben. Hundertzwanzig für 100 Meter. 90. Okay, easy. Das da hinten sind 80, oder? Glaub, erstmal noch einen Baum durch. Ja, 80. Hätten wir jetzt. Oh, gerade, wo sind wir? Kurz vor der Kreuzung. Da sollte man vielleicht bremsen. Volle Kanne rein, bitte. Die bremst ja mal richtig geil runter. 60. Na, ich glaube, da können wir ja gar nicht falsch fahren, ne? Ja. Sehr gerne, so wie es aussieht, noch nichts verloren. Geil, ja, das macht immer richtig Spaß. Ich glaube, da werden wir dann mal mit der mal Doppeltraktion machen oder halt mit Slack. Und dann, keine Ahnung, 2000 Tonnen oder so. Das wäre schon geil. Das muss noch ausgereizt werden. Oh shit, auf welches Gleis müssen wir eigentlich? Kuppeln, fahre B3i. So, wir werden da mal loslassen. SW. Warte mal, SW. Jetzt geheißen? Weltkarte SM. Schon mal bremsen hier. SM, ganz am Anfang. Südwest B. I3I, das zweite von rechts. Mal, dass nichts dasteht. Moment, kann ich? Das mal ausblenden, danke. Nö, geht nicht. Schade. Oh, scheiße, das ist falsch. Mit ein bisschen mehr Bremse. Wir müssen noch runter, wenn wir da gleich in die Abstellung wollen. Wir müssen
dann da rein. Das passt eh. Ja, wir fahren richtig. Geil. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Und noch einmal den Gleis, gleich am Anfang. Geil. Jo, geil. Jetzt haben wir hier einen Spaßomaten. Moment. Wow. Da könnte man nicht vermutlich eh gerade von hier wieder was mitnehmen. Aber ich bräuchte eine zweite Lok. Ja, bremse mal rein hier. Sehr gut, sehr gut. Passt. Dann schauen wir mal, ob wir mit den Hintern drin sind. Ja, sind wir. Können wir auch hier gerade die Bremse einmal ran. Sehr gut. Dich. Weißt du was? Ich mache bei dir mal kurz den Motor aus. Kostet nur Sprit. Wie mache ich hier die Mutter aus? Hat es da Button dafür? Okay, das hat einen Button dafür. Söderle, guck mal, Kollege, ich habe da einen Auftrag für dich. Ja, geil. Zeitbonus, 10.000! Koilomatico. Jetzt würde ich mal schauen, also rein bei den Gebühren. 17.000! Wie kommst du denn auf das? Ja, mir ist schon klar. Kannst du da mal gucken, wie kommst du auf... Lokomotivschaden. Verbrauchte Ressourcen. Ey, warte mal. Mechanische Antriebsstab, elektrischer Antriebsstab, Diesel. Diesel 7.000. Boy. Okay. Mit der Lok zu fahren, ist arschteuer. Okay, also mit der wird nicht rangiert oder so. Mit der werden richtig schwer die Züge gefahren, weil sonst mache ich ja da Verlust hier noch. Alles klar. Ja, wir könnten aber noch, könnten da hinten noch ins Depot reinfahren. Wollen wir überhaupt alles reparieren? Mal ganz kurz schauen. Jo, da hätten wir alles. Ja, wisst ihr was? Da steht der zweite. Da habe ich schon die Unfuchslok für die nächste Episode. Geil. Wir werden jetzt mal da schnell die Reparatur machen. Einfach mal gucken, was wir da an Geld sparen würden. Gut. Kollege, Türe zu. Nach vorne. Achso, Moment mal. Wollten wir vielleicht noch abkuppeln. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Oh, Luft ist raus. Gut. Mal losgehen. Ich glaube, das mache ich wieder in der Außenansicht. Südere. Ach, die Handbremse ist anzogen. Stimmt. Macht er ja, wenn ich da die Auftrag abgebe. Licht da hinten, 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 hinten. So.
Es wirkt halt überhaupt nicht wie 30, ne? Nee, weiß ich. Dankeschön. Ja, bleibst du jetzt mal? Aber da wäre es vermutlich in den meisten Fällen günstiger, wenn man da halt mit dem Slug fährt, ne? Anstatt mit der zweiten von der da. Ja, trotzdem, wir werden mal Doppeltraktion mit der fahren. Mit irgendwas richtig schweren. Was dann hoffentlich auch ein bisschen Geld einbringt. So, ein bisschen schneller darf es noch sein hier. Wenn ich jetzt vorne das Licht ändere, gehst du dann auf Rot? Oh, Moment, andersrum. Ja. Coole Sache. So, Lokbremse. Langsamer bitte. Wir müssen das ja nicht noch mehr kaputt machen, als es ja eh schon ist. Südere. Schauen wir mal, ob das jetzt gereicht hat. Mutter aus bitte, danke. Raus da. Ah, hast du es jetzt drin? Okay, wir werden jetzt hier mal alles machen. Also nur mal als Vergleich. Gebühren. So. Und auf der Anfangsseite 17.719. Oh. Okay. Alle jetzt sauber machen hier. Okay, Sand ist voll. Diesel. Machen wir hier rein. Sag mal. Was ist das hier da? Aber willst du mich verarschen? Komm, hier hin. Gut, das wären schon mal 5.199. Wie ist es eigentlich mit dem Fahrgestell? Also Fahrgestell ist voll, 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 voll. Sand, Diesel. Ja, dann werden wir das mal kurz bezahlen hier. Okay. Dann werden wir ein kleines Stückchen nach vorne fahren. War ja so klar. Einmal lösen. So. Wenn das jetzt nicht geht. Dankeschön. Hier. 4.000. Ja, okay. Das war wesentlich günstiger. Warte, geile Sache. So, das wieder weg. Okay. Ja, hat Spaß gemacht, mit der zu fahren. Da machen wir noch mehr. Das ist ein kleines Spaßmobil. Ein sehr teures Spaßmobil. Ja. Wenn wir uns mal die dann holen. Wir könnten eigentlich gerade noch mal schnell schauen, ob es vielleicht so Spaß-Kombi-Aufträge hier hätte.
Güterzug 741 Tonnen, 228, 456. Bis müssen wir halt wieder zum Hafen runterfahren. Und hier ein Leerzug. Nee. Maschinenfabrik und Stadt, 559 Tonnen. Hm. 700, 200, 400. Nochmal zum Hafen runter. Gut, dann könnte man vielleicht die andere Strecke dann mal runterfahren. Ich überlege mir das, ob wir das machen oder ob ich sonst irgendwo was Interessantes finde. Wird man da ein bisschen Abwechslung in der Strecke drin haben. Da fällt mir schon was ein. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann bis dahin. Eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.